Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kona. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in der letzten Folge waren wir hier in der Höhle eingesperrt, haben uns den Weg freigesprengt. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sogar noch einmal Dynamit übrig, ne? Ja, in der Höhle hatten wir eine Leiche gefunden, wieder mal. Oder einen eingefrorenen. Ob der tot ist, weiß ich ja noch nicht. Sieht aus, wie er den Mittelfinger zeigen würde, ne? Und wie gesagt, haben wir uns hier rausgesprengt. Okay, noch weiß ich nicht ganz genau, worum es geht. Irgendwas mit Revolution. Also hier war jemand drin, da haben wir auch eine Waffe bekommen. Okay. Das war ja leicht. Und die equippen wir doch direkt mal. Denn wir haben ja auch schon Kontakt mit Wölfen gehabt. Ne? 9 Schuss, das ist natürlich ein Haufen. Ein richtig schönes... Warum lädt er nochmal nach? Karabinergewehr? Was sehr winzig aussieht. Benutzen. Wo ich ein Gewehr in Hand genommen habe, kurz vorher. So total logisch, ne? Oh, ich muss selber drücken, das ist ja cool. Das Spiel ist sehr, sehr liebevoll gemacht, muss ich sagen. Sehr, sehr, sehr liebevoll. Der Link dazu ist in der Beschreibung, wenn ihr es selber spielen wollt. Ja, dann findet ihr da auf jeden Fall das Spiel. So, wo bin ich denn hier gelandet? Hä? Achso, wir sind da reingegangen und kommen da wieder raus. Ich verstehe. Sind wir nicht weit weg vom... Nee, wir sind... Doch, da ist das Auto. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ein schönes Gewehr. Aber auch überhaupt keinen weiteren Hinweis. Keine Brechstange, die wir brauchen, um in diesem Geheimding da unten zu kommen. Geheimprojekt. Und die Karte hat sich tatsächlich verändert. Ob wir jetzt nur da hinlaufen könnten, weiß ich gar nicht. Weil da ist ja eine Brücke eingestürzt. Gut, ich gehe einfach weiter. Vielleicht kommt das... Kommt die Erkenntnis ja von ganz allein. Ich habe jetzt kein Gewehr in der Hand, aber ich glaube... Guck mal, hier sind überall Wolfsspuren. Wenn ich die fotografiere, was passiert dann? Fotos haben wir ja genug. Das ist ja cool. Das zeigt die auch richtig, aber da ist nichts. Tab. So, schwer bewaffnet mit einem Fotoapparat, den wir auch wegstecken können. Aha, hier sind wir. Okay. Jetzt ist die Frage. Also da rufen wir nicht lang. Stimmt ja. Also das Auto fährt da nicht lang bis zur Höhle. Hier sind wir jetzt reingegangen zur Höhle. Und ja, ich bin so schlau wie vorher. Wir sind auf jeden Fall mittlerweile dick angezogen. Da macht die Kälte uns nicht mehr ganz so zu schaffen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was das Spiel von mir so verlangt. Ne? Wir haben ja alle Häuser durchgesucht. Geil wäre ein Brecheisen, dann wüsste ich, was wir machen sollen. Und irgendwie müssen wir den Eimer von der Decke bekommen. Bei der Werkstatt. Da wäre noch ein Eimerchen. Aber ansonsten lässt uns das Spiel irgendwie eiskalt dastehen. Ne? So, mal bremsen. Wo ging's? Ach ja, hier ging es einfach zum anderen Haus. Ne? Aha, aha. Die Karte weg. Radio, hilfst du mir vielleicht? Oh, schade. Nur. Das will ich nicht als Hilfe bezeichnen. So. Da ist die gute alte Brücke. Kommt denn da der Bildschirm? Nö, kein Ladebildschirm. Doch. Ha, da ist er. Der Ladebildschirmchen. Gut, was müssen wir jetzt machen? Verdammt. Ich habe jetzt nicht wirklich viele Erkenntnisse gesammelt. Ne? Wir müssen vielleicht mal in unser Notizbuch reingucken. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Tipps. Aber erstmal fahren wir tanken. Ich denke mal, das müsste ich sogar mal wieder. Da ist die Brücke. Darf ich da überhaupt schon lang? Das ist die Frage, die Fragen. Ich dürfte da einfach lang fahren. Erstaunlich, oder? Nein, nein, nicht einschalten. Oh, hier fahre ich mal um ein Schild rum. So. Alter LKW-Fahrer Timmy. Das ist hier der Gemischtwarenhandel. Da ist ein Baum auf der Straße. Das Spiel will scheinbar nicht... Doch, das wir können wieder zurück. Okay. Aber da ist ja eh was eingestürzt, oder? Ja, dann würden sie erste... So. Ich glaube nicht, dass ich tanken kann. Das ging nur einmal. Wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Ja, ja. Die Leiche. Gut konserviert. Strom ist ja. Aber jetzt bin ich echt überfragt. Ich glaube, ich hätte gar nicht erst zurückfahren müssen. Weil hier ist ja nichts mehr. Haben wir alles schon. Die Leiche haben wir natürlich schon gefunden. War ja ziemlich am Anfang. Es gibt einen goldenen Nektar her, oder was auch immer. Geht nicht.
Ich kann doch nicht tanken. Was bringt mir das denn? Keine Ahnung. Was soll ich alles in der Tasche haben? Hammer. Ja, einen Hammer auch. Ah, passt nicht so ganz, ne? Jetzt passt wieder Axt. Eisenwaren. Tape. Schmerzmittel. Eine Spitzhange. Revolverchen. Erste Hilfekasten. Zigaretten halten wir mal dringend. Streichhölzer. Polaroids. Flasche Wasser. Flasche Bier. Ne? Ich habe eine Bierflasche dabei. Oh, habt ihr nicht getrunken? Okay. Ja, da fällt mir eigentlich nur ein zum ersten Hausfahren hinter der Brücke jetzt. Ne? Aber in der neuen Region. Hier sagt mir das Spiel eigentlich gar nichts. Ne? Da brauche ich jetzt das Schloss nicht knacken, glaube ich, weil da waren wir schon. Ich habe zu wenig Hinweise. Carl felt that the store and its surroundings. Ich glaube, dass er noch nicht alles im Laden und in der Umgebung gedeckt hätte. Ja, diese Hinweise bekommt man ja genialerweise vom Spiel. Da fahren wir doch mal einen Tacken zurück. Ja, aber was soll denn hier noch versteckt sein? Vielleicht habe ich ja die Möglichkeit, irgendwas anderes zu öffnen. Was wir noch nicht gemacht haben bis jetzt. Mache ich es halt auf, ne? Wenn es unbedingt will. Vielleicht war ich da ja auch noch nie. Aber ich glaube schon. Ist einfach nur hinter der Hütte. Na, hier war der Wolf am Knabbern. Hier haben wir den Generator repariert. In der Hütte. Da könnten wir einen Püffchen anmachen. Wollen wir aber nicht. Ein Holz. Wir haben schon so viel Zeugs gesammelt. Hey. Crowbar was stuck under the lift. Notwithstanding jetzt. Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set. Ja, so stark bin ich nicht. Genial. Ey, das war jetzt reiner Zufall, dass ich jetzt hier reingehe und finde sofort das Brecheis. Kein Scheiß. Im Dunkeln ist gut munkeln, deswegen Taschenlampe raus. Okay. Wie hebe ich denn die Bühne hoch? Na, ist alles voll. Das ist ja eindeutig eine Hebebühne. Definitiv. Aha. Oh. Das war einfacher als gedacht. Carl was making progress. But the lift probably needed some more juice to work properly. Okay, verstehe. Das Problem hatten wir ja mit den Verteilen des Steckers, des Stroms. Dann wissen wir genau, wo wir hinfahren können. Zu dem geheimen Geheimnis der Geheimnisse. Das wird so spannend. Wir brauchen jetzt auf Scotty, auf die Bühne. Da steht sich selber immer im Weg, das ist mal lustig. So. Nein. Store. Einschalten. Jetzt kriegt die den maximalen Flow hier, was Strom betrifft. Ah, die Taschen aber weg. So. Das mache ich bei Sauerstoffgabe Flow. Egal. Wahnsinn. Wir haben eine Brechstange. The crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Ich weiß, wofür die nützlich ist. Weißt du, guck, ich hab hier noch was liegt, außer diese Bomben. Okay. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, ne? Also manche Sachen kann man tatsächlich massiv übersehen. Aber das war absolut jetzt nicht schlimm, ne? Da konnten wir, jetzt fahren wir einmal hin und zurück und das war's. Ne, geparkt habe ich gut. Also weiß ich jetzt exakt, wo man hin soll. Zu den geheimen Geheimen des Geheimnisses. Für den, der es noch nicht weiß. Wir müssen da... Da unten hin. Ich kann nicht richtig hingucken. Das Lagerfeuer. Und da unten der geheime Geheimort. Also müssen, können wir. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich müssen. Carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand. Ah. The Seeker had sought. Der Schnüffel war in Aktion. Das heißt, wir haben da alles gefunden scheinbar. Okay, jetzt erstmal Hackengas. Richtung Geheimeckchen. Da können wir ja nur mit einer Brechstange rein. Unmöglich anders da reinzukommen.
haben vor. Sprit alle? Kanister ist voll, keine Sorge. Wir fahren ja nicht ohne Sprit rum. Ich glaube, wir würden auch sterben, wenn wir so weit laufen müssten. Ich habe noch nie Spritprobleme gehabt bis jetzt. Boah. Ja, was wird uns da erwarten jetzt? Das ist die Frage. Und was ist in diesem verfluchten Eimer für eine Notiz? Die hat er, glaube ich, zerknüllt und in den Eimer geworfen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der Eimer ist. Aber ich glaube, da fahren wir gerade sogar hin. Vielleicht kannst du ihn auch mit der Brechstange runterholen. Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt hier? Bin ich noch... Müsste doch gleich die Wand kommen, oder? Nachdem es mal wieder geladen hat. Ja. Bremsen. Ich würde das Auto echt ausmachen, seine Stelle. Obwohl, man weiß ja nie, wie lange das hier hält, ne? So, mit der Brechstange kriege ich es wahrscheinlich auch nicht runter. Aber ich weiß, dass ich da lang muss und dann da runter. Ich hoffe, ihr habt das Bäuerchen jetzt mit überhört. Okay. Hm, Dampf ganz schön. Aber da ist nichts zu machen, ne? Hä? Das ist ein Bug. Mit Sicherheit. Das Moped haben wir schon eine Lampe verpasst. Bin ich mir ziemlich sicher gerade. Das ist einfach nur nochmal explodiert oder so. Da ist die Lampe dran, seht ihr? Zweimal Kufen und einmal Kette fehlen noch. Mal gespannt, wo wir das jetzt finden. Aber wir sollten uns jetzt nicht hier aufhalten. Nein, wir sollten die Reise beginnen. Zu diesem geheimen Versteck. Carl hadn't lived up to his good finder reputation. He still hadn't found any of the wealth contained in Lamotte's lands. Er hat noch nichts mehr von uns. Hier hatten wir auch Kontakt mit dem ersten Wolf, wo ich noch ein bisschen auf Tourfuhlung gegangen bin, aber ja, da hat er mich gebissen. Der Arsch. Oh, ich bin reingesprungen in der Ladezone. Oh, ich dachte, ich kann mich nur schnell umsetzen. Okay, sehr eisig kalt, ne, hier. Oh, der Anzug ist aber gut, den wir anhaben, wa? Der hält uns total warm. Sieht doch ganz stylisch aus. Ich glaube nicht, dass er so gut bei den Mädels ankommt, aber besser als gar nichts, ne? So, da ist dieses Tor. Hier, wir können es knacken. Und dann geht's weiter. Mit dem Auto kommt man hier meines Wissens nach nicht hin. War da gerade ein Wolf? Ein seltsames Grab, warum auch immer, und natürlich eine Feuerstelle zum Aufwärmen, brauchen wir aber nicht. Okay, knack den Kloß, schlürf die Soße. Wer kennt das? Wer kennt das? Warum nimmt der jetzt die Taschenlampe in die Hand? Okay, eine was? Ist ja nicht mitgerechnet, so ein Holzweg. Ich bin jetzt mutig und gehe den mal lang. Ach nein, schon wieder Labyrinth. Aha. Also wir können da ein geheimes Projekt. Jetzt ist es gleich nicht mehr geheim. Dann weiß ich und die ganzen Zuschauer das. Eine large antenna in the middle of the path. Undoubtedly ideal in attempting to communicate with little green men. Jetzt hier was? Was quite awkwardly placed. Wir standen mitten im Weg. There had to be a lever to control it. Maybe behind it. Carl would have to figure out how to reach it. Ja, da ist ein Hebel. Aber wir können ihn nicht reachen. So. Ich weiß nicht, ob ich da runterfallen darf. Geht scheinbar. So. Hier gibt es ja noch einen Weg. Also so geheim ist das ja alles nicht. Warum ist das denn so krass gebaut, wenn es so geheim ist? Ist überhaupt nicht versteckt, ne? Da. Nee, die bricht leer ab. Sieht verdächtig danach aus. Haben wir uns Platz geschaffen. Oh, ein Fahrrad. Ja, Gott sei Dank. Wer fährt denn neben dem Fahrrad rum? Leer. Leer. Eine leere Tasche. Ernsthaft? So, wo geht das denn hin? Das müssen wir erstmal checken. Nirgendwo hin. Ist auch nicht zu reparieren. Oh. Kommt nicht da runter. Okay. West Attempt. Ich weiß nicht, was das für ein Land ist. Wie man das ausspricht. Geheimes Projekt. Also welches Land? Ich glaube, wir sind ja in Kanada. Hä? Bin ich jetzt hier? Habe ich jetzt gemogelt? The electric terminals appeared to be linked together, but for what purpose? Schnitt. So that's where the generator key was hiding. All that was left.
was to use it. Und jetzt? Wo soll ich denn wissen, was wohin muss? Öffnen. Minus ist blau, plus ist blau. Und rot? Wo geht denn der rote hin? Beides ist ja blau. Wie soll ich das denn wissen? Wo gehen wir? Carl rejoiced at the unexpected source of heat, but not as much as his freezing hands. Wird die jetzt warm oder was? Tatsächlich, die Heizung wird warm. Ja, oh, guck mal, der schmilzt sogar der Boden. War das gerade auch schon? Okay, sind. Das ist aber blöd, ne? Also wir haben noch rein technisch nur diese Möglichkeit. Plus, minus. Ah. Plus. Minus. Ich will aber da Plus haben. Das ist ein Rätsel. Also das Speichern habe ich richtig gemacht. So, auch ganz rein zufällig. Passiert ja manchmal. Wir haben gelbe Kabel, blaue Kabel und rote Kabel. So viel steht fest. Und grüne. Aber wo gehen die hin? Wie verfolgt man das Kabel? Nicht einfach zu verfolgen. Ja. Ja, aber in welche Richtung? Funken tut zwar. Ach so. Blau. Und das andere Kabel. Habe ich jetzt auch richtig gemacht? Ja, das müsste minus stehen. Ist das ja aufgerollt? Ja, ne? Schwer mit den Augen zu erkennen. Ja. Ja, war doch richtig. Hä? Soll ich denn da was Minus machen? Negativ. Ich weiß nicht. Skurril, oder? Ist das schon, das irgendwie erinnert mich das gerade alles an Resident Evil, so von dem Effekt her. Plus, plus. Aber die werden auch eine Funktion haben. Sicherheit. Hm. Was soll ich da drin? Nur für den doofen Generator? Und tut damit, ah, das ist ein Schloss dran, ne? Grün. Wo gehen die hin, die grünen Kabel? Oh, was ein Gewusel. Wer hat das denn verlegt? Ist es kaputt? Grüne hängt ja einfach und blitzt. Blau plus. Guck mal, wo das überall hingeht. Grusel, grusel. Hä? Das ist auch kaputt. Geht runter. Scheinbar. Das könnte dann vielleicht auch noch Plus haben. Sehr verwirrend. Es geht runter, aber wohin? Da ist ja nichts. Ich komme auch nicht runter. Gott sei Dank. Rätselhaft. Ich bin halt kein Elektriker, ne? Also ich weiß, dass da zwei Kabel dran sind. Der eine ist Plus und der eine ist Minus. Obwohl das eigentlich egal ist, ne? Kann auch nicht so fett zu sein. Der da führt dahin. Zu dem hier. Irgendwie müssen sie ja stehen, ne? Das hat Gelb Plus, aber Gelb geht ja auch ins Nichts, ne? Da blitzt es rum für sich. Aber ich kann ja nicht nur alleine den blauen aktivieren. Geht nicht.
Rot kriegt Plus. Grün kriegt Plus. Blau kriegt Plus. Hier Blau Plus. Hier Blau Plus. Und hier Blau jetzt Plus. Okay, alle sind Plus, das ist aber falsch. Das wäre komisch. Scheiße, bei sowas bin ich immer so doof. Gibt man denn keinen Tipp? Nirgendwo? Eisige Geheimnisse? Der Unfall. Ich sehe nichts. Scheiße. Dass ich wie ganz alleine doof sterben, wa? Und wofür, was soll mir das bringen, wenn das Strom hat? Nur weil ich das Schloss dann aufkriege? Das ist aber echt skurril. Plus. Also eins ist klar. Das Schloss braucht Strom. Ich muss gucken, wo die ganzen Kabel hingehen. Ah, guck mal, Rot ist miteinander verbunden. Dann kriege ich hier Rot Plus. Ich verstehe langsam. Und hier kriege ich weiterhin Blau Plus. Und hier ist verbunden Grün. Habe ich, glaube ich, schon verfolgt, ne? Ach du Scheiße. Jo, hier ist der Grüne mit verbunden. Der kriegt Minus. Hm, das würde schon fast passen. Nein. Grün Minus. Grün ist auf Minus, Blau ist auf Plus. Der Plus und der Blaue hier Plus. Obwohl der Blaue mit nichts verbunden ist, ja Blödsinn. Ist ja hier kaputt. Da hängt er da an der Wand. Also es muss schon eine Verbindung sein. Wie gesagt, grün ist mit warum sollte ich denn den roten verbinden? Das macht keinen Sinn. Rot geht einfach runter und interessiert keinen hier scheinbar. Ne, rot geht hier hin. Blödsinn. Ha, schon wieder für die Falschen. Rot kommt hier an, gibt Strom und weiter an Blau weiter. Wie gesagt, Rot kriegt dann hier Plus. Der war mit Grün verbunden, ne? Grün. Grün und Grün mit dem hier. Und der hier kriegt den Strom und gibt den an Blau. Das steht doch öffnen, dann mach's doch. Oh, wieso was hast du, ey? Wenn man überhaupt nicht auf die Idee kommt, warum? Das macht doch jetzt schon Sinn, oder? Grün kriegt den Strom. Will ich nochmal die Kabel folgen, ist ja Blödsinn. Also. Ne, Grün muss den ja abgeben. Grün bringt den jetzt. Dahin. Und gibt den weiter an Blau. Also, Grün kriegt Strom, also blitzt, macht Elektrizität, bringt das jetzt hier rein mit diesem blauen und grünen Kabel bis nach hier. Dann empfängt er hier mit Minus, oder anders geht's gar nicht. Die anderen führen alle ins Nichts und gibt den weiter an den Blauen. Blau geht ins Schloss. Na? Dafür steht fest. Das geht nicht. Hier gibt Rot die Musik an. Oh. Kann sein, dass ich mich da ordentlich vertan habe, ne? So. Blau
Hier steht total falsch. Der funzelt da rein im Boden. Okay, der hier ist noch komplett falsch. Rot. Habe ich dich gerade rot schon verfolgt? Die Konzentration. Ja, rot blitzt und ist durchgeschnitten. Grün. Hä? Nochmal. Grün. Umgewickelt, umwickelt, umwickelt. Umwickelt. Geht da runter. Da unten lang. Hier lang. Da. Und geht hier rein. Ich verdrehe das die ganze Zeit im Kopf. Also müsste der hier auf grün plus stehen. Und der gelbe, der... Boah, ist das schwer. Weil es so verwirrend ist, aufgebaut. Da ist der gelbe. Wuseldudelt da lang. Und geht hier rein. Blau. Ne, der geht dann auch ins Leere. Ey, wer erklärt mir das mal hier bitte? Wer soll auch der Start? Irgendeiner muss davon der Startpunkt sein. Und dann muss das ein geschlossener Kreislauf werden hier. Wie gesagt, gelb. Was ist die Hauptstromquelle? Das müssten wir jetzt rausfinden. Die haben alle so doofen Zaun drum. Wo kommt denn die Hauptstromquelle her? Sieht man ja nichts. Das ist die da oben, ne? Und hier ist ein Verteiler. Na toll. Also von da kommt der Strom, geht in der Mitte, verteilt sich verflucht nochmal an alle, also der geht da rein und geht im Generator. Ja, wunderbar. Ich komme da niemals drauf. Niemals. Na, hier ist ja rot mit dem verbunden. Es gibt wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Scheiße. Gelb. Nur eine funktioniert. Bin gar nicht so auf dem falschen Dampfer. Na, gelb. Gibt Strom an den gelben. Der empfängt. Gibt weiter an blau. Blau verläuft ins Nichts und ist dadurch geschnitten. Also ist der blaue falsch. Der rote... Das muss einfach einen Kreis bilden. Der rote ist kaputt. Ich fange jetzt bei dem da oben an. Grün haben wir geguckt. Blau. Geht hier ins Boden rein, was ich nicht so verstehe, ehrlich gesagt. Wir müssen einfach die finden, die wir auf jeden Fall ausschließen können, die auf die Farbe stehen müssen. Einmal der blaue hier. Rolle, 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 rolle. Der muss auf jeden Fall auf geben stehen. Ja. Dann muss der grüne hier 100%. Auf. Krass, ne? Ist das hier verwogen? Der grüne ist dann richtig. Ich weiß nicht, ob es ein Geben oder Nehmen ist. Der gelbe muss dann eine Verbindung haben. Mit dem hier. Zu dem blauen. Der ist aber falsch. Der blaue hier, der ist ja... Ja, das ist der, der kaputt ist. Kann ich es nicht reparieren? Nee, kann ich nicht. Okay, dann ist der Punkt hier falsch. Der rote, der war richtig. Der rote führt zu dem. Und der gibt weiter am blau. Eigentlich müsste es passen.
Mann, ey. Oh, das was zieht sich in Folgen immer so mega lang, ne? Leck mich doch. Hier, hol den Schlag. Da kommst du dann noch zu der Erkenntnis. Was haben wir denn hier? Wartet nochmal. Minus rot, plus blau. Da muss es ja alles umgekehrt sein. Das geht ja bei manchen Sachen gar nicht. Doch. Open Sesame. Wisst ihr was? Das war Zufall. At last. So big an effort for an oh so tiny piece of metal. Das war fast reiner Zufall. Ich habe mir zwar Gedanken gemacht, aber das war kein Zufall. Schneemobil-Schlüssel. Das ist natürlich... Hä? Kann ich das nochmal machen? Was ist das denn da? Ein Tonband. The machine seemed to work. Carl sent out an SOS. No reply. Ach so, das wird gesendet. Ich verstehe. So, gut, dass ein Heizkörper draußen war, dass wir uns aufwärmen können. Toll, jetzt haben wir den Schneemobil-Schlüssel, aber wir haben doch gar keine Kette oder sowas. Nur für den Schlüssel müssen wir die Scheiße erkunden? Wahnsinn. Man übersieht gerne Sachen, das ist schon mal klar. Oh. Bleib mal anzünden. Wie sieht es denn wettermäßig aus? Ach, wir sind so gut dick eingepackt, passiert gar nichts. So, davon haben wir ein Viertelchen gemacht. Wie immer davon auch. Toll, Schneemobilschlüssel. Der hätte uns jetzt gefehlt. Wahrscheinlich müssten wir die Teile schon längst haben. Weil wir die schon überlegen, wo rumliegen. Ne? Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Aber was ein krasses Rätsel. Weil die Kabel auch so cool aussehen. Man kann also wirklich den Kabel folgen. Und das war jetzt das Schwierige. Den letzten Dreher, den habe ich, ehrlich, muss ich zugeben, rein zufällig gemacht. Aber der Rest, den habe ich mir mit Gedanken bewegt. Also ich habe ja nicht einfach nur was gemacht. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht. Und bin jetzt ganz stolz auf mich, falls ihr glaubt, dass ich das so voll und richtig auch durch Gedanken gelernt, entdeckt habe. So, macht das wohl Sinn, den Spuren mal zu folgen? Oder dieselbe Wäsch. So, dann haben wir noch ein Problem mit dem Eimer. Der ärgert mich da oben auch noch. Wo können wir den Schlüssel schon mal wegbringen? Wegfahren tut damit ja eh keiner. Hier hab ich auch noch nicht geguckt. Nochmal Holz. Karl. Mein Nachbar ist Karl. Mit K. So, da. Dampft. Ist die Lampe schon wieder dran? Das ist ein bisschen seltsam. Das habe ich bei 10.000 Scheinwerfer. Da ist der Eimer. Da oben. Wie kriege ich ihn da runter? Wie hängt der überhaupt da fest? Mit Geisterhand? Ich muss mal von außen gucken. Ich will den vielleicht sogar sehen. Irgendein Mechanismus. Das ist das Loch auf jeden Fall. Ja, ne? Wenn man da... Von da aus könnte man da reingreifen. Am Zaun lang? Ja, das wird so einfach, oder? Naja, stecken wir mal den Schlüssel da rein, wo er reingehört. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Ich weiß gar nicht, wofür ich das Schneemobil brauche. Ich habe doch ein Auto und bin hier bestens aufgehoben. Da ein Schlüssel rein, da. Und dann brauche ich die reinstecken. Das macht er wahrscheinlich dann, wenn wir starten wollen. So, ich bin mir ganz sicher, ich habe irgendwo was übersehen. Nice cario. They say it's supposed to soothe the soul. But with this powerful gale that seemingly never sleeps, it was far more likely to get on anyone's nerves. Ja, jetzt habe ich schon was über das Windspiel. So, er hat gespeichert. Hier werden wir keine Schneekette finden. Aber hier lohnt sich das in dem Spiel öfter mal irgendwo hinzuschauen tatsächlich. Ach, das ist schon warm.
Komisch. Ja, ich würde sagen, wir machen Poiskin. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann.